Das Tal der Ahnungslosen. Torri, ein kleines Dörfchen tief in den ligurischen Bergen. So tief, dass kein Funkmast bis hierher dringt. Fernsehempfang abgeschaltet. Glückliches Torri. 250 Einwohner, davon 80 Kinder. Das Dorf mit der höchsten Geburtenrate in Italien. Der Schulbus kommt. Jeden Morgen holt er den Nachwuchs ab. Es wurde viel berichtet in den italienischen Medien über die Kinder von Torri, die geboren sein sollen, weil die Eltern Langeweile hatten, so ganz ohne Fernsehen. In Torri wurden in den vergangenen Jahren im Verhältnis 5-mal so viele Mädchen und Jungen geboren wie im übrigen Italien. Natürlich das heiß diskutierte Thema auf der Piazza. Ja klar, wir waren doch auf den Titelseiten aller Zeitungen. Nicht wir, natürlich die Jungen. Die sagen, dass es in anderen Orten weniger Kinder gibt und hier gibt es viele. Das ist doch toll. Wir haben viel Spaß mit den Kindern. Warum, weiß ich nicht. Du weißt ja, die machen Liebe und dann kommen eben Kinder. Da war auch dieses Pärchen aus Holland. Die konnten keine Kinder kriegen. Sie sind hierher gekommen und nach einem Monat war sie schwanger. Die Luft ist hier eben gut. Das ist die Wahrheit. Märchen und Mythen. Torri, immerhin so viel ist sicher, ist ein Paradies für Kinder. Jeder kennt sich, alle kümmern sich. Ein Dorf am Ende der Straße, kaum Verkehr, Kriminalität unbekannt. So manche Familie hat inzwischen Fernsehen per Satellitenschüssel. Trotzdem sehen die Kinder kaum fern und sie haben auch nicht das Gefühl, irgendetwas zu verpassen. Mir gefällt es super, in Torri zu leben. Es gibt sehr wenig Verkehr. Man kann auf der Straße spielen. Wir haben einen Fußballplatz, wo die Jungs nachmittags immer spielen. Und wir Mädchen gucken dann zu. Wir haben viel Spaß hier. Wir tollen mit dem Fahrrad herum. Wir spielen viel Fußball und haben einfach Spaß. Ich gehe viel lieber raus, als Fernsehen zu gucken und verbringe die Zeit mit Freunden. Moreno und Roberta essen mit den Freunden zu Abend. Die Mütter von Torri helfen sich, kümmern sich abwechselnd. Die meisten Kinder gehen ohnehin bis nachmittags in die Schule. Viele Familien sind recht wohlhabend. Die Großväter haben lange im Ausland gearbeitet. Die Väter haben gute Jobs. Morenos Vater zum Beispiel arbeitet im nahen Monaco. Morenos Mutter Livia arbeitet Vollzeit, wie fast alle jungen Frauen im Dorf. Sie stellt Olivenöl her, das sie auf Märkten verkauft. Fernsehen oder nicht, meint sie, spielt keine Rolle. Es sei vielmehr so einfach, in Torri Mutter zu sein. Es ist nicht schwierig, Kinder in einem Dorf wie diesem großzuziehen. Die Schule ist in der Nähe, sie können ohne Aufsicht spielen. Von nirgendwo droht Gefahr. Es gibt keine Autos, keine Verbrechen. Das ist sehr wichtig. Die Kirche hat so ihre Probleme mit den modernen, arbeitenden Frauen wie Livia, auch wenn Padre Ido es nicht offen zugibt. Trotzdem ist er von all seinen Dörfern am liebsten in Torri. Hier ist ein anderes, ein viel besseres Klima. Die zwischenmenschlichen Beziehungen hier sind so gut. In anderen Dörfern herrscht oft soziale Kälte. Hier ist es viel humaner. Wenn es Nacht wird in Torri und die Frauen den Abwasch machen, treffen sich die Männer in den Räumen der Kirche zum Kartenspielen. Heute ist es zu kalt auf der Piazza und nicht mal eine Kneipe gibt es hier. Das bedauern sie schon. Das Fernsehen allerdings vermissen sie nicht. Was allerdings nach dem Kartenspielen passiert, darüber spricht man nicht in Torri.